Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Risen 3 Titan Lords. Wir sind in der Höhle mal dem alten Wesen Margoth? Irgendwas in die Richtung war es doch. Sie ist eine hässliche alte Spinne. Und wir gucken jetzt mal, wo denn der Schattenlord ist hier in dieser Höhle. Tja, das ging schnell. Aua! Finde ich toll, dass ich gegen den jetzt alleine kämpfen muss. Okay. Ach, das ist mein eigener kleiner Freund. So, sehr schön. Genau, setz mal einen Teleporterstein ein. Noch ein bisschen Astralquarz mitnehmen. Seelenflechte. Und dann zerstören wir das Kristallportal. Jetzt geht's Schlag auf Schlag, ey. Jetzt geht's echt Schlag auf Schlag. Da ist das Kristallportal auch dicht. Ja, dann können wir ja der dicken, fetten Spinne jetzt sagen, pass mal auf, der Lord ist tot. Und du wirst jetzt nicht mehr Zwietracht in irgendeiner Form gesät bekommen von ihm. Komm, wie sie mich durch den Raum verfolgt. Schon ein bisschen scary, oder? Mit ihren dicken Löchern hier. Der Schattenlord der Zwietracht zwischen dir und den Menschen ist vernichtet. Ist das wahr? Sollte ich nach all der Zeit einen so schwerwiegenden Fehler begangen haben? Der Herr der schwarzen Krieger, die dein Leben bedrohen, ist weg. Es gibt keinen Grund mehr, die Menschen auf Kila zu bekämpfen. Du hast eine große Tat vollbracht. Nicht schlecht für einen Menschen. Ich werde dir glauben. Doch das wird nicht viel ändern. Meine Kinder sind da draußen und sie werden Beute machen. Einmal auf der Jagd sind sie nicht mehr zu bändigen. Damit werden wir schon fertig. Dann sei es so. Die alte Margoloth wird wieder das Orakel für die Menschen sein. Wie in all den Jahren zuvor. Hilf mir bei meinem Geisterritual. Ich brauche deinen magischen Schild. Du kannst dir meines Dienstes gewiss sein. Kleiner Mensch, bring deinen Zauber zu mir. Ich werde hier alles für dein Ritual vorbereiten. Was? Eigentlich sind da echt geile Fragen. Wieso darf ich dir nur drei Fragen stellen? Zu viel Wahrheit könnt ihr Menschen nicht verkraften. Wie ist das Universum entstanden? Das war vor meiner Zeit. Warum haben uns die Götter verlassen? Wenn die Machtinstrumente der Götter verloren gehen, sind die Wesen auf dieser Welt auf sich allein gestellt. Das Gleichgewicht wurde gestört und muss wiederhergestellt werden. Man könnte diese Instrumente doch zurückholen, damit die Götter zurückkehren. Sie sind schon lange nicht mehr unter uns. Ein Leben wäre zu kurz, um diesen Weg zu gehen. Aber jemand, der so alt werden kann wie du, könnte doch. Sie sind fort.
finde dich damit ab, Mensch. Du hast deine Fragen gestellt. Aber... ich habe genug gesagt. Also eigentlich, glaube ich, jede Frage hätte keine vernünftige Antwort nach sich gezogen. Dann gucken wir mal, ob wir wieder an die Oberfläche kommen hier lang. So. Na, lass meinen Hund in Ruhe. So. Bam. 2. 3. Und das Gold ist mein. Oder Eisen? Nee, war eine Goldader. Alles klar. Ach, weißt du, was hier auch sein wird? Einer von den legendären Gegenständen. Weil das ist die Höhle voller Spinnen. Na komm, reicht doch. Wir müssen nur mal richtig gucken. Wo ist es? Das Glasauge. Okay, das ist irgendwo da in die Richtung. Dann werden wir es auch finden. Toll, es ist hier hinter der Wand. Wenn ich es richtig sehe. Wahrscheinlich auf einer anderen Etage oder man kann hier irgendwo durch. Oder mein Affe kann da durch. Ich versuch's gleich mit dem Affen einfach. Genug. Ich sag nicht, da kommen schon wieder Spinnen. Der hier direkt ist der nicht. Da müssen wir mal schauen. Ob der vielleicht eine Ebene tiefer ist oder so. Aber hier geht es anscheinend erstmal nach oben wieder. Na toll. Komm jetzt, tot. Schlachtfabrik, 1500 von 2000 getötet. Blech. Ich glaube, ich höre schon ein bisschen, das draußen, oder nicht? Na toll. Ihr mich auch. Und meine hergezauberten Freunde sind alle weg, ne? War ja klar. Na, was bist du denn für ein Freund? Ein Eisengolem? Dann wird hier das Monokel sein oder das Auge.
Nix da. Nix da. Tot. Da, 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 da. Da ist es drin. Glasauge. Plus 5 auf Fernkampf und Panzerstiefel. Aua. Na, jetzt. Das macht ihn nicht lächerlich. Uralter Degen. Da uns eine große Spinne. Die jetzt gerade, glaube ich, zu mir hochkommt. Vor allem Kugelsicher plus 0. Geil, oder? Okay, Schattenkrieger herstellen sollte ich vielleicht nicht mehr so oft machen. So, hier können wir lieber die Rune benutzen und hier auch. Da die Steinforstrune. Und beeinflusst Heilung. Dämonenklinge. Übermenschliche Reflexe, dann machen wir dich dahin. Weil wenn ich die Magie direkt anwende, kostet mich das jedes Mal Rohstoffe. Na, kommt die fette Spinne oder kommt sie nicht? Sie war auf dem Weg, ich hab's doch gesehen. Liegt's wieder an mir, ne? Müsste ich entgegenkommen. Tja, ich bin zu schnell für dich, meine Kleine. Warum stürzt hier eigentlich gerade alles ein? Und warum geht's hier immer tiefer? Boah, hier geht's raus. Ich werd bekloppt. An welcher Seite der Insel sind wir jetzt? Ach, da sind wir. Cool. Ja, jetzt haben wir ja schon viel gelöst eigentlich, ne? Wenn wir jetzt nachher mit der Hohepriesterin sprechen von den Kieler Leuten, dann können wir schon alle sagen, ja, haben wir alles schon erledigt, kein Problem. Obwohl, mir fällt gerade noch ein. Hatten wir nicht hier hinten noch mehr Kacke? Die Fiole. Kalador. Piratenflagge. Auf Kieler mit in sein Grab genommen. Ach, das ist da rechts oben. Da waren wir ja auch eigentlich hingeschwommen damals, ne? Alles Blödsinn. So, Sphärendorn, da haben wir auch nicht hier auf der. Maras Ruf ist auch nicht hier auf der Insel. Kalados Scheide wird wahrscheinlich auch nicht hier sein. Der Schatz des Schwertmeisters ist da oben. Schatz des Captain Finch, der ist da unten, da kommen wir ran. Oh, paar Wurfdolche, Voodoo-Puppen. Na komm, nächster. Nächste, nächste. Und eine Fackel. Ach, Kacke. Ich komme in dem Sinne gar nicht runter. Außer ich verwandle mich in Vogel.
sollten wir vielleicht auch in Betracht ziehen. Oder ich ziehe noch weiter runter durch die Spinnenhöhle. Na, nehmen wir die Spinnenhöhle, bis wir rauskommen. Hier gibt es ja auch noch sehr viel Ruhm zu ernten. Also warum nicht? Fapp, fapp. Ah, Moment, hier geht's auch runter. Okay, das Ei ist schon offen gewesen. Sind wir hier runter schon gegangen gewesen? Wir kommen zwar durch die Richtung nicht raus. Sieht aber auch schon ziemlich leer gefegt aus. Bisschen irritierend mit den Dingern, ne? Ach, hier ist die fette Kuh. Ich meine, das alte große Wesen. Mit all seiner Macht. So, haben wir den auch wieder erledigt. Du. Was haben wir hier? Rohes Fleisch. Noch ein Schinken? Ah, der Schinken ist direkt Proviant. Alles klar. Noch ein bisschen Fleisch erhalten. Kommen wir hier raus komplett? Oh, sieht gut aus, dass wir hier an den Strand runterkommen. Ach, schön. Endlich weg von den dämlichen Spinnen. Na, die Kinder von der jungen Orakel-Tuse. Ich will es gar nicht als Mensch personifizieren. Es kann zwar irgendwie reden, aber diese ganzen zuckenden Augenbrauen die ganze Zeit, die haben mich total durcheinander gebracht. So, dann gucken wir mal, ob wir den Schatz jetzt mal eben finden. Wir müssen aber mit der Hohepriester reden. Dann gibt es hier bestimmt noch einige Quests zu finden. Ich würde mal darauf tippen. Na, weg mit dir. Ihr könnt doch eh nichts, ey. Also legt ihr euch nicht mit mir an. Nur ein Proof regiert hier auf der Insel. Und das ist bestimmt nicht Dr. Waterproof. So, Fingerblatt. Dschungelspinne. Was dazu noch kommt, es muss doch hier irgendwo noch einen weiteren Teleporter geben, oder? Ah, ich krieg Hunger. Beim ganzen Töten und Kochen hier drin krieg ich einfach nur Hunger. Ach du Kacke, ihr könnt mir doch eh nichts mehr, ey. Guckt euch mal an, was ihr noch für einen Schaden an. Ihr macht gar nichts. Da kann ich mich auch den ganzen Tag von euch verprügeln lassen, ohne einmal zu blocken. Ich glaube, hier trifft mich keiner von euch beiden. Vielleicht doch.
Soldat des Orakels? Genau, steck dein Schwert doch einfach mal weg. Wenn das so ist, dann erledige ich euch lieber mal. Wenn es noch weitere Soldaten des Orakels hier gibt. Ach du Kacke. Ja, okay. Man muss auch gut was einstecken können hier dann. Wenn ich noch so schwach wäre wie früher. Da ja richtig die Arschkarte an der Stelle. Weil einfach die Anzahl der Gegner zu hoch ist. Naja, ich bin jetzt auch natürlich gerade alleine. Weil ich ja Patty verloren habe im Dungeon. Na toll. Willst du mich gerade hier runterschubsen? Aua. Ja, eine gute Position, um zu kämpfen. Au. Komm, jetzt aber. Dankeschön. Für den guten Morgen. Nein, jetzt kommt es nicht religiös hier. Das ist übrigens das einzige Lied, was ich irgendwie kirchenmäßig im Kopf habe. Ich glaube, ich werde auch jemand, der im Alter nochmal in die Kirche geht. Es ist ja nicht verkehrt. Es ist eine Gemeinschaft von Leuten, die sich irgendwie auf den Tod vorbereiten. Beziehungsweise sie versuchen ja generell, den Menschen auf den Tod vorzubereiten. Und es gibt halt auch viel Trost in Religion, glaube ich, wenn man älter wird. Man muss sich ja vorstellen, die Existenz von jetzt auf gleich ist nichtig. Alle Erinnerungen, alles, was der Mensch eigentlich, was ihn ausgemacht hat, existiert nicht mehr in dem Sinne. Also es ist nicht mehr greifbar für uns. Für die, die noch auf dem Lebenden sind. Also da, wo sie, ja, wo wir gerade sind. Da wird kein neues Spiel mehr gespielt oder oder sonst irgendwas. Deshalb, manchmal muss man seine jetzige Zeit noch ein bisschen nutzen. Um vielleicht mit den Menschen, die ein bisschen älter sind, noch Zeit zu verbringen. Man muss natürlich nicht übertreiben. Ansonsten bist du dran, du gehst von Mensch zu Mensch und es ist immer jemand als nächstes dran. Cruz, Robinson. Hey du. Oh Mann, dem Himmel sei Dank. Du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich bin, jemand wie dich hier zu sehen. Ich dachte schon, ich muss hier draußen elendig verrecken. Ja, was machst du denn hier? Upsala. Was machst du denn hier? Ich dachte, das Tal hier sei verboten. Ich war auf Bu's altem Kahn und bin kurz vor der Küste von Bord gegangen. Ich wollte vor allen anderen auf der Insel sein. Tja, du siehst ja, wohin mich mein Ehrgeiz wieder gebracht hat. Nun bin ich wieder einmal Schiffbrüchiger an irgendeinem gottverlassenen Ort der Welt. Warum wolltest du früher auf die Insel als alle anderen? Ich hörte, dass der alte Piratenkapitän Garcia irgendwo hier einen Schatz vergraben hat. Da konnte ich nicht widerstehen. Und? Hast du Garcias Schatz gefunden? Natürlich nicht. Der Scheiß interessiert mich auch nicht mehr. Ich will nur noch runter von dieser verfluchten Insel. Du machst so... Ich bin ein Unglücksrabe. Schiffbruch scheint meine Bestimmung zu sein. Die meiste Zeit meines Lebens verbringe ich damit zu warten, bis mich jemand aus meiner misslichen Lage befreit. Kann ich dir helfen? Aber klar, Mann. Ich will hier raus. Überall lauert hier der Tod. Bring mich aus diesem verfluchten Tal. Das werde ich mir auch was kosten lassen, okay? Was kannst du mir geben, damit ich dich hier heil rausbringe? Was du brauchst? Du bist doch ein Dämonenjäger. Ich hätte da einige interessante Steintafeln für dich. Okay. Ja, ich... Ist ja gerade eh kein anderer da. Mach dich bereit! Ganz ruhig, Riesenkrabbe. Das war's mit den beiden.
Ach, ich liebe es, die auf Distanz einfach nur kaputt zu schießen. Das ist einfach so entspannt. Tja, dann werden wir nächstes Mal den guten Cruise ohne Robinson und ohne Freitag rausbringen aus dem Tal. Bis dahin sage ich, ciao Freunde der Spiegeltour. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Euer Doc. Lass das dann, Teufel. Beiß mir nicht ins Gesicht. Konnte die Viecher noch nie leiden. Ich auch nicht, ich auch nicht.